So. Aber den kriegen wir platt. So. Sehr schön, dann rennen wir jetzt mal zurück. Lalala. Ist halt die Frage, was das Viech da oben dann soll. Ich glaube, wir hauen ihm mal einen Heiltrank rein. Ah, nee. Sie kann ihm den wohl scheinbar nicht einflößen. Na gut. Vielleicht geht er halt auch einfach drauf. Man weiß es nicht. Hast du einen Heiltrank oder irgendwas da? Ja, sogar gut. Freut mich. Dann hau mal rein. Jetzt sieht das doch schon wieder nicht so schlecht aus alles. Spinni, Spinni, Spinni. Wir rennen hier mal hinterher. Wie man es halt so kennt. Wie gesagt, hier möchte ich gerade noch warten. Ich hoffe mal, dass mir da der Spinne nochmal irgendwas oder dass ich vielleicht mal drauf gehen kann. Die stört im Moment eigentlich nur. Können wir die umbringen? Gibt es irgendwie Harakiri oder so? Scheinbar nicht. Na komm, auf geht's. So, dann mal rein ins Getümmel. Werden die jetzt lebendig? Nö. Obwohl, das Ding hat ja auch, glaube ich, keine Augen. Das sieht halt nichts. Kann halt gut fummeln, aber das war's auch schon. Ja, Spinne, ich weiß. Wir haben auch einen deutlich größeren Bewegungsradius hier. Ah. Cool. Hey, ich habe dort die Truhen geplündert. Cassia war dem Labyrinth entkommen. Ohne Geld, ohne Schuhe, aber lebendig. Und soweit sie wusste, bei Verstand. Ohne Zögern machte sie sich ans Werk. Zunächst suchte sie einige alte Freunde auf. Freunde, die sie vergessen hatten. Doch wer herrschen will, braucht Paladine, die Unmögliches vollbringen. Und Cassia kamen nur drei in den Sinn. Nach 4 Monaten akribischer Vorbereitung hatte sie den ersten Gladiator der 9 Horden aufgespürt. So, Takata, auch den kennen wir schon aus dem ersten Teil. Da hat er uns ebenfalls begleitet, allerdings auf der Seite der, ja gut, mehr oder weniger Guten. Takate! Schade, Hammer, Mata, Hammer. Wie bitte? Was? Was sagt er? Er sagt, er will uns sterben sehen. Der konnte sich doch das letzte Mal noch artikulieren. Gut, aber scheinbar spielen wir Cassia als Hauptcharakter. Okay.
Wer ist denn das? Einfach der Dolmetscher. Und auch Gesumfranzen haben wir die auch mal wieder. Lange nicht mehr gehabt, die Viecher. Haben wir neue Pfeile? Nö. Aber zumindest neue Klamotten. Das Mieder von Cassia. Okay, Sumpfranzen sind das erste, danach kommt dann Tiger und... Ja, kriegen wir hin. Du kannst mal hier vorgehen. Wieso kriegst du Schaden? Brennt das da unten etwa? Scheint mir fast so. Geh du mal dahin, obwohl das brennt da auch. Geh dahin. Ich glaube, da brennt es. Doch, da brennt es. Na gut, ist ja egal. Das sollte es kein allzu großes Problem sein. So, die haben beide schon ja, entsprechend Schaden genommen. So, die andere Sumpfpflanze ist jetzt gleich tot. Jawohl. Dann hauen wir die noch schnell zu Brei. Der hat gesessen. Gladiator. Antakauka, Tamata Mata. Was bringt dich zu Kamaluxon? Was führt dich zum unsterblichen Takate? Ich will verhandeln. Nur zwei Dinge führen Menschen an diesen Ort, Maskenfrau. Kämpfen und sterben. Bauhatsche. Wartet! Ich bin nur ihr Dolmetscher! Hör mir einfach zu. Du hast nichts als dein Leben, Maskenfrau. Womit willst du handeln? Ich habe deine alten Gefährten wiedergefunden. Die Gefährten der neuen Horden. Gefährten, die mich verkauft haben. Haben wir das? Ja, wahrscheinlich in dem DLC. Den habe ich auch noch nicht gespielt. So, ein paar Sumpfranzen wieder. Ja, bei uns sieht es noch einigermaßen gut aus. Wenn ich mir das mal so anschaue. So, dann... Obwohl, es sieht nicht so gut aus, wenn ich mir den Dolmetscher mal anschaue. Nee, komm, wir hauen die jetzt platt, dann haben wir schon mal einen Gegner weniger. Du kannst hier mal draufhauen, vielleicht kommt ja nochmal ein kritischer Schlag, wäre ja schön. Nein. Dann müssen wir noch eine Runde durchhalten. Beziehungsweise du könntest mal einen Heiltrank nehmen. Ah. Na gut, bei dir ist es auch nicht verkehrt, aber eigentlich war der Dolmetscher gemeint. Nein. Oh. Lass uns reden. Weißt du nicht, wer ich bin? Takate, Meistergladiator von El Alem, Bezwinger der neuen Horden, Fluch der Asselkönigin, das tödlichste Raubtier des Emirats. Du nennst dich Göttersohn, aber tatsächlich warst du Sklave von Sulman Diamantos und von Marwan al-Ahmad. Und jetzt bist du ein Niemand, der über einen Haufen anderer Niemande herrscht. Was willst du? Ich will, dass du für mich Blut vergießt. Bald werde ich herrschen. Und du sollst mein erster Statthalter sein. Kein Leben mehr am Rande des Dschungels. Ich nehme mir, was ich will. Ich brauche nicht die Hilfe einer schwachen Frau.
Ich frage mich, ob wir da überhaupt die richtige Dings treffen können. Ach, er hat sie automatisch geheilt, das ist schon mal nett. Der Tiger ist aber jetzt halt auch nicht so ohne. Die Zauber bringen mir gerade nicht so viel. Na gut, dann hauen wir halt drauf. Das hat gesessen. Jetzt haben wir auch eine Wunde. Wird hier angezeigt. Du schluckst mal deinen Heiltrank. Wo du mir gleich drauf gehst. Und jetzt haben wir halt ein Problem. Die Dame trifft jetzt nicht mehr so wirklich. Na gut, Heiltrank, wir können eigentlich nichts mehr machen. Heiltrank haben wir genommen. Können es halt nur draufhauen. Und das Beste hoffen. Vielleicht kriegen wir den Tiger dazu, dass er jetzt den Typ ein bisschen angreift. Ich ziehe mich mal zurück. So, und dann gehe ich mal in Deckung. Okay, der Tiger ist aber jetzt gleich tot. Wenn er nicht ausweichen würde. Das ist eine Sache, die mich im ersten Teil so ein bisschen genervt hat. Dass ich da teilweise den Eindruck hatte, dass halt, ja, gerade wenn es auch drauf anschlägt, dass der finale Schlag halt gerade in die Hose geht oder daneben geht. Oder der Gegner pariert oder der Gegner ausweicht, um es halt dann nochmal um eine Runde länger zu machen. War jetzt auch wieder der Fall. Aber wie gesagt, das ist halt... Ja, jetzt wird es halt nämlich nochmal sauknapp. Vor allem, weil das Drecksvieh die ganze Zeit ausweicht. Damit hätten wir... Da, ich vergieße Blut für dich. Wie wär's mit Ruhm? Der Weg, der vor mir liegt, hält weit größere Kämpfe bereit. Kein Gegner in dieser Welt kann Takates Ruhm mehren. Es gibt nur noch die Zeit und das Warten. Warten? Warten worauf? Dass die Götter herabsteigen, sich mit mir zu messen. Wir haben jetzt ein Problem. Wir haben eine sehr, sehr geringe Chance, hier zu treffen. Oder muss ich einfach aus der Deckung nochmal rausgehen? Unser Kollege hat es ja nicht überlebt. Kann ich aus der Deckung wieder raus? Weil dieses Deckungsding gab es im ersten Teil auch nicht. Also wenn ihr uns angreift, war es das. Ah, wir heilen aber auch. Was leider nicht so viel bringt. Wir haben, glaube ich, jetzt echt nichts mehr, oder? Nee. Ja, ich fürchte, das da können wir nicht mehr schaffen. Dann müssen wir das, glaube ich, echt nochmal neu machen. Glück gehabt. Und das war's. So, versuchen wir das Ganze doch nochmal. Bleibt mir ja nichts anderes übrig.
bitte! Schade, Hammer, Mata, Hammer. Wie bitte? Was? Was sagt er? Er sagt, er will... So, kennen wir schon alles. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, hier zu warten. Dass die herkommen. Kriegen wir hier denn auch schon Feuerschaden? Das scheint mir nämlich fast nicht so. Dann können die nämlich mal hierher kommen. Mal ein bisschen Schaden kassieren und dann hauen wir jetzt halt drauf. Einmal. Zweimal. Gut, du gehst jetzt eh drauf. Tja, dann kommst du jetzt dran. Ah. Triff bitte mal. Wie gesagt, auch hier, das wäre jetzt nach der Runde eigentlich vorbei gewesen, hätte sie getroffen. Na gut, wir haben sie halt nicht auf Nahkampf geskillt. Was ist jetzt, Gladiator? Antakauka, Tatten. Was? Nur kämpf, bau. Warte! Welcher erbärmliche Gott lässt Tiere für sich kämpfen? Komm und kämpfe selbst! Der rote Tanz hat keinen Reiz mehr für Kamaluxon. Es gibt keine Gegner mehr, die er fürchten muss. Mhm. So, nächste Zoom-Franzen-Party. Wir warten hier nochmal. Du gehst jetzt wieder hierhin zurück, dass du keinen Schaden mehr kriegst. So, dann können wir da gleich wieder drauf prügeln. Ja gut, fangen wir mit der an. Etwas stärker die Viecher. So, reicht leider gerade nicht, um ihn umzulegen. Dann hauen wir da jetzt mal drauf. Schön. Obwohl, das braucht eh noch zwei Runden. Dann hau die platt, dann kann die nämlich nicht mehr angreifen. So. Adieu. Wie gesagt, hier wieder entscheidender Schlag geht daneben. Ist halt immer etwas ärgerlich, sowas. Hör mir einfach zu. Du hast nichts als dein Leben, Maskenfrau. Womit willst du handeln? Ich denke, es ist relativ egal, was wir hier machen. Der Kampf muss eh zu Ende geführt werden. Ich führe deine Brüder aus der Sklaverei. Niemandem wird in meinem Reich je wieder dieses Unrecht geschehen. Siehst du die Mädchen zu meinen Füßen? Meine Sklavinnen, was nützen sie mir frei? Jupp, das war ja zu erwarten. Also wie gesagt, egal was wir sagen, die Kämpfe werden fortgeführt. Du kannst mal wieder hier hingehen und den Heiltrank nehmen. Wäre jetzt an der Zeit. So, und dann wird der Tiger angegriffen. Ach, sie hat sich komplett wieder hochgeheilt. Das ist schon mal nicht schlecht, aber jetzt sehen wir halt schon mal. Wie gesagt, wenn du weißt, was auf dich zukommen kann, dann kannst du natürlich auch deutlich besser drauf reagieren. Und dich halt besser drauf einstellen. Der Tiger macht halt schon Schaden. Aber wir kriegen ihn platt. Lass uns reden. Weißt du nicht, wer ich bin? Takate, Meistergladiator von El Alem, Bezwinger der neun Horden, Fluch der Asselkönigin, das tödlichste Raubtier des Emirats.
Du nennst dich Göttersohn, aber tatsächlich warst du Sklave von Sulman Diamantos und von Marwan al-Ahmad. Und jetzt bist du ein Niemand, der über einen Haufen anderer Niemande herrscht. Was willst du? Ich will, dass du für mich Blut vergießt. Ich habe deine Gefährten. So, jetzt nur noch eine Sumpfratte, okay. Wir warten mal wieder schön brav. So, dann komm mal hier. So, und jetzt bist du dran. Da, ich vergieße Blut für dich. Der Weg, der vor mir liegt, hält weit größere Kämpfe bereit. Kein Gegner in dieser Welt kann Takates Ruhm mehren. Es gibt nur noch die Zeit und das Warten. Warten? Warten worauf? Dass die Götter herabsteigen, sich mit mir zu messen. Okay, noch eine Sumpfranze. Wie viele Dinger sind denn hier eigentlich noch? Wahrscheinlich müssen wir halt die Dialogoption komplett ab Frühstück. Und wenn wir ihm nicht gedroht hätten, wäre der halt wahrscheinlich eine Runde früher vorbei gewesen, der Kampf. So, die Frau Ratte oder Herr Ratte, man weiß es nicht so genau. Könnte knapp werden. Hör mich an. Ich werde dich hören, kleine Maskenfrau. Ich werde dich schreien hören. Dann verspreche ich dir einen Tod, den die Welt nicht vergessen wird. Einen Tod, auf den selbst die Götter schauen werden. Jeder Fürst im Totenreich wird sich mit Takate messen wollen. Und alle werden ihm seine Sterblichkeit neiden. Gut. Gut? Akahin. Toho Akavia, Meta Mahana. Kamaluks Sohn ist einverstanden. Gut. Gut. Wäre sonst auch etwas knapp gewesen. Genau, und die 121 Erfahrungspunkte, das war so auch beim ersten Teil so der Standard nach einem Kampf. Ihr zweites Ziel würde sich hoffentlich als umgänglich erweisen. Schmutzige Geschäfte hatten den Zwerg Naurim reich gemacht. Wie ein Drache hortete er in Kadrims Tal Gold und Edelsteine. Und wie ein Drache verteidigte er seinen Hort vor seinen zahlreichen Feinden. Ich bin verwirrt. Ich verspreche dir... Nein, nein! Lass mich erst sehen, ob ich hier alles richtig verstehe. Du, eine mir unbekannte Menschenfrau mit einer Maske, was für sich bereits nach Ärger ruft. Und Takate, mein alter Waldmenschenfreund, der sich jetzt für einen Göttersohn hält. Ihr wollt alleine... Mit deiner Hilfe. Und das ist der Teil, wo ihr mich verliert. Wir wollen den Thron von Mengbilla erobern. Gut. Gut, gut. Eins und eins sind? Zwei. Ein grundsätzliches Verständnis für zahlenmäßige Unterlegenheit sollte also vorhanden sein. Gehen wir noch einmal zurück zu dem Abschnitt, wo du mir unhaltbare Versprechungen machst. Hilf mir, Mengbilla zu erobern. Und ich biete dir... Lass mich dir in einfachen Worten etwas erklären. Ich bin der reichste Zwerg des Südens. Du ein verarmtes Mädchen in einer seltsamen Maske. Wie kommst du auf die Idee, dass du oder dieser verrückte Urwaldhalbgott mir etwas zu bieten hätten? Dein Bart ist verfilzt. Macht mich unruhig. Der Ausgang ist am Ende des Tunnels, die Tür mit dem Goldknopf. Okay, scheinbar können wir jetzt hier nur noch raus. Takate ist aber mit dabei. Das ist schön. Wir können XP ausgeben. Machen wir doch mal. Und die können wir nicht, weil wir keinen Lehrmeister haben. Tja, Naurim, auch einer der Gefährten aus Teil 1. Mal gespannt, wie wir noch treffen.
So viele Wörter. Ein ganzer Geschäftszweig aus Wörtern hat sich gegen mich verschworen. Ich war einst ihr Herrscher. Jetzt fallen sie über mich her. Wird das ein langes Gedicht? Oh, so viele falsche Wörter. Lasst mich. Ich will nichts mehr hören. Okay, damit hätte sich das erledigt. Hallo Zurbaran. Ich suche einen zornigen Schwarzmagier und finde einen Haufen Selbstmitleid. Ach, dieser Traum war so schön, bevor ihr die Maske abgenommen habt. Bereitet mein Gesicht dir Unbehagen? Es ist sehr interessant, also gut. Warum? Warum? Warum will eine so junge Frau ohne Schuhe im Alleingang das Emirat erobern? Gründe sind Trugbilder. Brauchen Fliegen einen Grund zum Fliegen? Ich verstehe. Ich bin nicht verrückt. Und ich bin kein Arzt. Befreit mich aus dieser traurigen Wüste und ich bin euer. Das bist du bereits. Ich habe dich gekauft. Für wie viel? Einen halben Taler. Mein Wert steigt wieder. Sobald alles getan ist, bist du ein freier Mann. Und jetzt erzähl mir alles, was du über deinen alten Freund Naurin weißt. Jedes schmutzige Geheimnis. Interessant. Da können wir wieder zu Naurin. Wir haben einen Alchemisten hier, Händler, Schmiedin. Tja. Hast du irgendwas Sinnvolles? Heiltränke zum Beispiel. Bisschen Geld haben wir ja. Oh, ein Liebestrank. Dann hole ich mal gerade. Nimm mal 3 Stück mit. Du hast bestimmt. Ich will ehrlich mit euch sein, Herren. Mit dem Sklaven habt ihr ein schlechtes Geschäft gemacht. Jeder Chiraka-Waldmensch ist nützlicher als dieser Faulenzer. Schau mich an. Verzeiht mir, Herren. Ein Wort zu meinen neuen Sklaven. Eine al-anfanische Grandin hat ihn dir verkauft? Yosmina Florios, die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Nichts für ungut, Herren. Er war ein Gerippe, als sie ihn hier abgeliefert hat. Kann froh sein, dass ich ihn wieder aufgerichtet habe. Ja, er strahlt vor Glück. Was sind seine Stärken? Er kann lesen. Irgendwelche Schwächen, von denen ich wissen sollte? Wo soll ich beginnen? Er ist trübselig, störrisch. Er rührt keinen Finger, auch nicht, wenn er gepeitscht wird. Und er redet wirres Zeug. Seine Zauberkünste hat er nicht verlernt, hoffe ich. Zauberkünste? Den habe ich für einen Heller gekauft, Herrin. Wisst ihr, wie viel ihr auf dem Markt für einen Leibmagier bezahlt? Scheinbar müssen wir dann den Herrn Zurbaran auch wieder neu aufbauen. So, Rüstung brauchen wir erstmal nicht. Ich hätte gerne Pfeile. Scheinbar nicht. Oder ist es bei Items? Nee. Oh, ein Vorschlag haben wir. Tja. Du vielleicht Pfeile? Darf ich fragen, wenn ihr erlaubt? Mein Gesicht? Bereitet es dir Unbehagen? Das wollte ich nicht sagen. Und was wolltest du sagen, guter Reisbauer? Nichts. Gar nichts, Herrin. Juhu. Paar Jagdpfeile. Nehmen wir alle mit. So, dann darfst du auch mal wieder auf den Bogen wechseln. Waffenset 1 und Pfeile dazu. So. Was fehlt denn bei dem Set noch? Die Schuhe, okay. Immunität gegen Gift ist auch nicht verkehrt. Muss ich ja mal sagen. Die Keule könnte man eigentlich verkaufen, theoretisch. Ist das dein ganzes Angebot? Das billigste Zeug des Dorfes. Wieso nur das billigste? Habe ich keinen Geschmack. Oh, nein, Herrin.
Meine Ware ist vom Allerfeinsten. Und sieh, wohin es dich gebracht hat. Nach Heldenrhein. Es gibt sogar einen Brunnen. Na, ah, siehst du. So, Keule kann weg. Dann... So, was könnt ihr denn eigentlich so? Nix, wir können die echt von Grund auf aufbauen. Oder wie sieht das aus? Ah ne, er hat schon Flammenstrahl gelernt. Das ist schon mal gut. Okay, ein bisschen was haben sie schon mal. Vielleicht gar nicht verkehrt. Bei dir machen wir mal... Haben wir nicht irgendwo Stäbe? Den hatte ich, glaube ich, das letzte Mal auf. Ja, genau, der hat ja schon 55. Hau ich erstmal alles in die Stäbe rein. Und der Rest kommt dann noch.